diesem Monat schon 5. 2-1, wir haben noch ein Föderationsteam entdeckt. Treffpunkt Ausguck. Wir müssen uns neu formieren. Verstanden, sind unterwegs. Erstmal eine andere Knarre mitgenommen hier, schön mit Rotpunktvisier. Das fetzt natürlich richtig. Ach du Kacke. Ja, ich rede natürlich jetzt nicht sehr viel hier. Muss mich halt immer so ein bisschen auf Schießen konzentrieren. Das wird sich aber sicherlich bestimmt irgendwie auch noch mal ein bisschen ändern. Ich muss hier erstmal ein bisschen warm werden. Erstmal gucken hier, wo ich überhaupt hin muss. Und was wir hier machen und gegen wen wir hier überhaupt kämpfen. Keine Ahnung. Oh, man sollte auch ein bisschen anvisieren natürlich. Und nicht hier einfach mitten im Stehen hier irgendwie versuchen, was zu reißen. Okay, da schauen wir. Was haben wir? Kontakt mit der Föderation bei der Mauer. Braucht Verstärkung. Werden angegriffen. Wir haben euch, Lima Charlie. Rauchgranate. Sind unterwegs. Ja, alles klar. Wir sind unterwegs. Die Kollegen stecken in Not. Wir müssen dorthin und die unterstützen. Ein wenig helfen. Ah, und da sterbe ich schon fast. Boah, hier ist natürlich einiges los. Oh, da liegt eine Granate. Weg, 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 weg. Weiß ja nicht, ob man jetzt... Boah, was ist denn hier los, ey? Scheiß Affen da vom Heli. Erstmal runtergeballert. Kommt der denn nochmal wieder? Ne, ich glaube, das war's erstmal. Oh, da haben wir unseren Kollegen angeballert. Schmeißen wir einfach mal eine Granate rein. Zack, die Granate einfach mal zurückgehämmert. Wir schmeißen sofort noch einen hinterher. Boah, ich bin so schlecht im Zielen. Erstmal wieder warm werden hier, ey. Das ist ja der Horror. Komm hoch, Kollege. Komm hoch. Da war doch gerade einer. Okay, dann haben wir uns den einfach mal weggenascht. Oder auch nicht, er lebt ja noch. Gleiten hier vor, verstecken uns hier hinterm Auto. Zuppeln erstmal die hier oben weg. Wie wir sie von allen Seiten kriegen. Hardcore. Sie sind schwer verletzt. Gehen sie in Deckung. Ja, schön. Oh, da hat es uns da hingerafft. Das kann doch nicht wahr sein. Verfickte Kacke aber auch. Okay, wir scheinen echt schlecht zu sein. Also das ist doch schon ein wenig Hardcore. So, der gehört zu uns. Dann wir jetzt erstmal hier hinten stehen. Da schon die ersten Leute hier schon mal weg, wenn ich treffen würde. Die vom Heli, die gehen natürlich auch richtig krass ab, die Jungs. Die Peoples. Zack. Vielleicht kriegen wir die aus der Kabine auch noch. Nee, okay. Die kriegen wir natürlich nicht mehr. Jetzt ziehen wir uns erstmal die da oben noch weg. Ja, Ziel auf 12 Uhr. Hier sind so viele Ziele. Okay, wo rennt der hin? Der rennt einfach mal weg. Ich kann die gar nicht abballern. Okay, vielleicht müssen wir einfach mal ein Stückchen weiter vorrutschen. Boah, da hat er uns richtig gegeben.
Wir verteilen natürlich auch ein bisschen. Der lädt noch. Okay, das hat sich erledigt. Da ist auch noch einer hinterm Auto. Ey, sind überall welche? Die da oben auf der Brücke auch die ganze Zeit immer hin und her laufen. Also, ob das irgendwie so ein automatisches Skript ist oder sowas. Ah. Boah, das ist ja schon echt hardcore hier. Dann schmeißen wir einfach mal eine Granate da hinten rein. Haben natürlich kaum noch Muni. Wechseln jetzt einfach mal die Knarre. Ja, schön. Ich stehe auch die ganze Zeit unter Feuer. Wo kommt der auf einmal her, der Kollege? Okay, also die Peoples haben es schon ein bisschen drauf hier. Das ist schon echt nicht schlecht. Hockt da auch noch einer hinter. Zack, in den Arsch geballert. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier mal ein bisschen weiterkommen. Gut, die Wachen, die sind teilweise echt ein bisschen dumm. Oder ist irgendwie einfach nur durchgeskriptet hier. Ich glaube, wir könnten hier einfach noch 3 Stunden stehen bleiben und die ganze Zeit nur rumballern. Okay. Denken Sie die Rakete mit dem Laser. Ja, das ist ja. Ruhig, Junge, ruhig! Riley, los! So, da kommt doch einer. Na, komm schon! Lenken Sie die Rakete mit dem Laser. Ja, das ist, weiß ich ja natürlich jetzt nicht. Ich glaube, ihr habt das gerade irgendwie so ein bisschen verkackt. Ja. Logan, benutzt die Lenkraketen, um den Heli auszuschalten. Ja, du bist lustig. Wo ist denn der beschissene Heli? Ja, toll, ich bin verletzt und, ja, und bin tot. Das ist doch kacke. Das ist doch echt scheiße. So, auf ein neues. Logan, benutzt die Lenkraketen, um den Heli auszuschalten. Wo ist er? Also irgendwie klappt das hier nicht so richtig, wie ich mir das vorstelle. Ja, kann auch sein, dass ich ein bisschen zu dumm dafür bin oder sowas. Warum geht das denn nicht? Lenken Sie die Rakete mit dem Laser. Ja, schön, du bist lustig. Ah, okay, den haben wir jetzt irgendwie getroffen, warum auch immer. Und jetzt ballert er uns wieder kaputt hier, oder was? Jawoll, da haben wir ihn vom Himmel geholt. Wie auch immer wir das jetzt geschafft haben. So, den Raketenwerfer wechseln wir erstmal wieder. Corporal Davis, los ans Steuer! Roger, übernehme den Transport. Logan, du überwachst von hinten. Alles klar. So, jetzt steigen wir hier mal ein. Thank you.
Na komm, gib Gas hier. Kann doch nicht so schwer sein. So, auf geht's. Gehören die zu uns? Okay, anscheinend schon. Huh. 20 Minuten später, vor Santa Monica. Boah, wie das hier aussieht. So, Ghettohäuser, okay, da hinten passiert gerade irgendwas. O'Reilly vor uns. Der ist schon geil gemacht, irgendwie mit dem Hund. Also schlecht gemacht ist es auf jeden Fall definitiv nicht. Er schnuppert hier so ein bisschen durch die Gegend. Wir gehen mit Tesh jetzt erstmal nach oben. Komm, wir drängeln uns einfach mal vor. Wir müssen bestimmt hier nach Elias hin. Oder? Ich habe von dem Angriff gehört. Seid ihr okay? Sicher doch. Begleitet mich. Jetzt gibt es erstmal ein schönes Gespräch zu dritt. Sie haben Zivilisten hingerichtet. Ich weiß. Sie haben es vor allem auf Plünderer abgesehen, um in die Stadt zu gelangen. So haben sie Dallas praktisch über Nacht eingenommen. Wie können wir helfen? Dad. Hört zu, Jungs. Außer euch habe ich nichts mehr auf dieser Welt. Dad, hör zu. Und auch nur euch kann ich vertrauen. Was ist los, Dad? Was immer es ist. Logan und ich, wir sind bereit. Ihr zwei geht ins Niemandsland. Moment. Echt jetzt? Wir waren lange genug in der Defensive. Ich schicke euch Jungs hinter die Mauer. Ihr tut euch mit dem Aufklärungsteam zusammen. Sammelt Infos über den Feind und bringt euren Arsch zurück. Wo genau im Niemandsland geht's denn hin? An einen Ort, den ihr besser kennt als sonst jemand. Ihr geht nach Hause. Okay, Elias scheint irgendwie unser Vater zu sein und gleichzeitig unser Commander. Wir nennen es Niemandsland. Ein Streifen der Zerstörung zwischen L.A. und San Diego. Erschaffen, als Odin gegen uns eingesetzt wurde. Die Strände und Surfplätze meiner Kindheit liegen heute vermint und verlassen da. Dad sagte, dass nur wenige in Niemandsland operieren. Zu gefährlich, zu unvorhersehbar. Wenn er uns rausschickte, musste es ihm wichtig sein. Trotzdem glaubte ich, dass es einer seiner Tests war. Eine Lektion, die er uns erteilen wollte. Okay, sieht gut aus. Scannerbereich. Kontakt. Feindliche Patrouille nähert sich von Westen. Nicht angreifen. Sie sollen näher kommen. Bereit machen. Jetzt. Und da haben wir unsere erste Interaktion mit Riley zusammen. Sicher. Das ist die dritte Gruppe auf 20 Meilen. Augen auf. Es könnte mehr geben. Ja, da haben wir das erste Mal Riley gesteuert bzw. ihm den Befehl gegeben. Ich bin mal gespannt, wie viel wir wirklich mit Riley zusammenarbeiten oder ihn benutzen, sage ich mal, oder ihn steuern. Und wir befinden uns zu Hause. Oder was davon übrig ist. Oder so, richtig. Na los, weiter. Gehen jetzt mal hier hoch. Stalker 6, hier ist Viking. Nähern uns Zielposition. Verstanden? Ja. Verstanden. Viking, Achtung, aktuelle Berichte weisen auf hohe Feindaktivität. Unser altes Zuhause. Okay, hier kommen wir nicht rein. Ah, ist ja gut, Hash. Komm. Du hier, rein in die olle Hütte. Sicher. Hey. Sieh dir das an. Hätte nicht gedacht, das Teil nochmal zu sehen.
Das heißt wohl, wir sollen weiter. Tja, jetzt einfach mal noch eine Knarre von zu Hause eingesteckt. Schönes Souvenir. Boah, wie sieht das denn hier aus? Wie du dich daran erinnerst, ja? Na los. Boah, krasse Scheiße. Wie sieht das denn hier aus? Ganz vorsichtig jetzt. Oh, wie übel, hier ist alles zerstört. Scheiße. Oh. Ach du meine Güte. Ja, die Erdbeben. Dass die so nicht alles anstellen. Alles okay. Ja, Riley. Klingt nach Ärger. Einfach mal ein bisschen Terror machen. Logan, mit Riley synchronisieren. Mit Rap und los geht's. Gut, die Weste ist mit deiner Kamera synchronisiert. Damit leitest du ihn. Egal wohin, er wird dir folgen. Sieh dich ein wenig um. Ich sehe zwei Ziele voraus. Sie sollen sich trennen. Den Nahen zuerst ausschalten. Okay. Nett. So, denn. Ersten haben wir. Ja, aber erst natürlich. Versuch seine Aufmerksamkeit zu kriegen. Da ist er. Den schnappe ich mir. In Ordnung, Logan. Lass Riley die Häuser durchsuchen. Wir wollen keine Nachzügler. Aha. Ja, komm schön rein. Komm rein. Und warum konnte ich nicht angreifen? Lass Riley die Häuser durchsuchen. Wir wollen keine Nachzügler.